Ja, hallo Leute, ich bin heute im Kreis Düren unterwegs. Heute ist der Berg Nummer 5 dran, und zwar der Burgberg. Der liegt im Kreis Düren, der ist 400,1 Meter hoch. Und ich bin heute Morgen ganz früh losgefahren. Es ist knackig kalt, minus 5 Grad, 6 Kilometer bis zum Gipfel. Und ich würde sagen, wenn ihr Lust habt, kommt einfach mit. Leute, ich bin nichts mehr gewohnt. Ey, minus 5 Grad, mir frieren beim Filmen die Hände ab. Ich habe aber Handschuhe dabei, nur das Problem ist, beim Filmen Handschuhe zu tragen, ist jetzt auch nicht so der Hit. Da könnt ihr mich jetzt auslachen, wie ihr wollt. Das ist für mich schon so ein bisschen Bergfeeling hier. Richtig, richtig, richtig schön. Weil es echt mal was anderes ist. Ja, hier ist wieder eine Weggabelung. Das wird wieder interessant, wo ich lang muss. Was haben wir denn hier stehen für Schilder? So, meine App, was sagt die denn überhaupt? Meine App sagt hier lang. Ja, dann machen wir das mal, ne? Ja, die Tour fängt ja richtig, richtig schön an mit einem schönen, schmalen Pfad. Ich finde mich jetzt hier in einem Wald, der bewachsen ist von hauptsächlich Kiefern. Dazwischen haben wir kleinere Buchen, hier und da eine Eiche. Richtig traumhaft. Hier am Wegesrand haben wir so ein paar Stechpalmen, Ilex. Hier mit den roten Beeren, die kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Garten. So sehen die aus. Klasse. So, nächste Weggabelung. Ich muss aber hier rechts lang. Hier geht es schon wieder runter. Ja, wir haben heute Montag. Resturlaub verballern. Der Montag hat sicherlich den Vorteil, wenn man irgendwo hinfährt, dass da nichts los ist. Wie jetzt auch zuletzt auf dem Drachenfels. Nachteil, wenn man morgens losfährt bei uns, die Autobahnen sind recht voll. Ja, habe hier nach Leversbach knapp anderthalb Stunden gebraucht. Sonntags morgens wäre das sicherlich schneller gewesen. Aber gut, es gibt keine Vorteile ohne Nachteile. Aber ich werde wahrscheinlich hier auf den Wanderwegen heute keinen Leuten großartig begegnen. Habt wahrscheinlich komplett hier für mich alleine. Und oben auf dem Burgberg soll es einen Turm geben, den, ich weiß gar nicht, ich glaube, Krawutke-Turm. Ich muss nachher nochmal nachgucken. Das ist ein knapp 18 Meter hoher Aussichtsturm. Mal schauen. Ja, jetzt bin ich erstmal gespannt, wie so die Strecke weitergeht. Bleibt dabei. Ich merke schon, dass ich mir eine sehr anspruchsvolle Strecke anscheinend
ausgesucht habe. Jetzt geht es hier schon wieder richtig, richtig steil bergab. Hier liegen überall Blätter rum mit Raureif. Das ist also sehr glatt. Gut, dass ich meine guten New Balance Schuhe anhab mit Profil drunter. Ja, vor allen Dingen jetzt geht's runter und nachher geht's dann wieder auf den Burgberg rauf. Ne? Geht's erstmal nur runter ins Tal. Ja Leute, ich freue mich, dass diese Serie jetzt so gut bei euch ankommt. Es macht mir auch richtig Freude. Ja, man muss natürlich gucken, wie man sowas unterbringt. Ne? Also zeitlich ist das natürlich schon ein Aufwand, aber ich muss auch immer wieder feststellen, es lohnt sich. Und ich glaube, für euch lohnt es sich auch. Von daher, ich freue mich schon jetzt auf die nächsten Berge. Ja, mein Gott, ey, ich weiß nicht, wo ich mich wieder hier rumtreibe. Das ist wieder so ein ganz komischer Pfad. Das ist auch, also ich will nicht sagen, dass ich morgens aufgeregt bin, aber das ist schon ein sehr, ja, sehr eigentümliches Gefühl, wenn ich dann hier hinfahre und ich mich ja überhaupt nicht auskenne. Jetzt renne ich hier durch Ginster. Und wo mich dann überhaupt die ganze Reise hin verschlägt. Ne? Wenn man sich das nur auf der Karte so anguckt, sieht das ja in der Regel auch ganz anders aus. Das ist jetzt hier wirklich ein total schmaler Pfad. Hier rechts und links wächst, wie gesagt, dieser immergrüne Ginster. Aber ja, da unten komme ich auf einen etwas größeren Weg. Ja. Ja, solche Schilder kann man natürlich dann auch immer vorfinden. Verdacht auf Fuchsräude. Hoch ansteckend für Hunde. Leinen Sie Ihre Hunde an. Okay, ich habe keinen Hund dabei. Von daher dürfte das für mich jetzt kein Problem sein. Ja, für mich als Städter, der ja bis vor einem Jahr, wenn ich es mal mit dem Spruch vom Typen auf der Couch nehme, wirklich ja schon so eine Couch-Potato war. Ich war früher natürlich immer sportlich, aber habe dann jahrelang nichts gemacht. Und jetzt hier solche ja, Ausflüge unternehmen, ist das schon wirklich was Besonderes. Und ich denke, man muss auch langsam in die Dinge reinwachsen. Nur dann macht das auch Spaß. Wenn man sich übernimmt, hat da keiner was von. So, da unten ist ein Fluss. Leute, das ist so herrlich. Und zwar da unten der Fluss, der da so ganz gemächlich lang fließt. Ich hoffe, dass man das einigermaßen erkennen kann. Ja, mit dem kleinen Display, das ist immer echt eine Katastrophe. Das ist die Ruhr. Ja. Weiter geht's. Und ihr seht auch hier den Raureif. Also ich habe das auch gemerkt hier, wo ich bei uns heute Morgen losgefahren bin, waren es gerade mal -2. Und je weiter ich hier in diese nördeiflichen Gefilde kam, desto kühler oder kälter wurde es. Wir hatten eben, als ich losgefahren bin oder aus dem Auto ausgestiegen bin, -5 Grad. Ja, und es waren 1,5 Stunden später, so dass bei uns wahrscheinlich nur noch 0 Grad waren oder so. Also schon eine ganz andere Gegend hier, viel kälter nachts. Und ich habe eben im Radio gehört, dass es wohl die kälteste Nacht seit langem in NRW war, bis ja, mit -10 Grad ging es wohl runter für diese Jahreszeit. Ja, das ist natürlich ein Gefühl von Freiheit. Montags morgens, wenn alle ihren PC hochgefahren haben, sich den ersten Kaffee gezogen haben und dann mit der Arbeit beginnen, jetzt hier alleine in der schönen Umgebung, ja, mit schönem winterlichen Sommerlicht, ja, mit Kirchenglocken, die ich jetzt gerade höre, die aus irgendeinem Dorf erklingen. Ich bin hier eben durch kleine Dörfer hingefahren, also wirklich eine schnuckelige Gegend hier am Rande der Nordeifel. Was will man mehr? Und das ist der Grund, das sage ich euch ganz ehrlich, das ist der Grund, warum ich diesen Kanal gegründet habe. Weil ich jetzt schon etwas von meinem Leben noch haben will. Und nicht erst in 20 Jahren, wenn ich alt und grau und abgearbeitet bin. Wer weiß, ob ich die Dinge dann überhaupt noch machen kann. Das mit YouTube ist natürlich so dazugekommen, aber diese Augenblicke mit euch zu teilen, das ist es, was das ausmacht, wo ich vielleicht in 10 Jahren immer wieder mal mir die Videos anschaue und sagen kann, hey, du hast das gemacht, jetzt kannst du es vielleicht nicht mehr in der Form, aber du hast es gemacht und hast nicht nur auf der Couch gesessen und hast dich irgendwie auf der Arbeit kaputt gemacht. Und guckt euch mal hier diese schönen Eichen an. Ja, wie herrlich das ist, wie die schön im Sonnenlicht aussehen. Ja, darunter der Moosbewuchs. Sieht richtig mystisch aus, wie so ein kleiner Zauberwald. Fehlen einem echt die Worte.
wie schön es auch hier in Deutschland ist. Wir brauchen gar nicht weit zu fahren. Und schon sind wir in einer wunderschönen Natur. Ja, es geht nur noch bergab im Moment und ich bin wirklich gespannt, wenn ich komme unten an der Ruhr an, wenn ich da bin, auf welcher Höhe ich mich befinde. Und dann sind es nicht mehr allzu weit bis auf den Gipfel, vielleicht 2 Kilometer. Und dann geht es ja wieder auf 400 Metern hoch. Also ich glaube, da kommt noch ein ganz schöner Aufstieg für mich. Ja, doch heute gilt für mich, gegessen und getrunken wird erst, wenn ich oben auf dem Gipfel angekommen bin, 6 Kilometer. Und dann nachher die 6 Kilometer wieder zurück muss zum Auto. Das werden dann heute so circa 12 Kilometer. Die letzten Touren waren auch so in dem Bereich. Ja, wie gesagt, es ist heute Montag. Ich muss meine Tochter nachher von der Schule abholen. 3 Uhr muss ich wieder zu Hause sein. Von daher, wie immer, mal so ein bisschen die Zeit im Nacken. Aber wenn ich die ganz großen Berge im Sauerland demnächst angehe, die muss ich auf jeden Fall am Wochenende machen. Da muss ich den ganzen Tag für Zeit haben. Und da freue ich mich unendlich drauf und kann es eigentlich kaum noch abwarten. Aber ich sage jetzt mal so, den Langenberg oder so werde ich dieses Jahr nicht mehr schaffen. Die Serie wird sich dann sicherlich bis Februar oder so hinziehen. Ich will einfach mal kein Datum nennen, weil es kann so viel passieren. Ich bin so glücklich, dass ich das im Moment überhaupt so weitermachen kann. Ich bin einfach nur super, super dankbar. Ja, ich merke, dieser Berg wird zwar nicht der höchste Berg sein, den ich erklimme, aber vom Schwierigkeitsgrad her ist dieser Berg hier nicht zu unterschätzen, weil es geht jetzt hier gerade auf 180 Meter wieder runter und der Berggipfel liegt auf 400,1 Metern. Das heißt, 220 Höhenmeter liegen jetzt gleich vor mir. Ich muss jetzt hier über diese Bahngleise gehen. Hier gibt es eine Überführung, eine kleine. Ja, und wie gesagt, es sind nur noch knapp 2 Kilometer bis auf den Gipfel. Dafür finde ich jetzt schon 200 Höhenmeter richtig, richtig krass. Und ja, ich muss jetzt erstmal hier rüber. Aber so soll es sein. Ich will mich ja hier nicht ausruhen, sondern es sollen ja auch Touren sein. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wo ich lang muss.
Ja, mittlerweile bin ich 50 Höhenmeter wieder nach oben gekraxelt. Befinde mich jetzt hier auf 230 Metern über normal Null. Sind also noch 170 Meter bis nach oben und noch circa 1,5 Kilometer. Dann habe ich den Gipfel erreicht. Meter aktuelle Höhe, gefühlt nimmt das hier echt kein Ende. Es ist aber nur noch ein Kilometer bis zum Gipfel und ich bin froh, wenn ich gleich oben bin. Gut, man muss natürlich dazu sagen, ich sprinte hier ja fast heute wieder hoch, aber ich muss das halt auch. Wir haben 10:30, bin 1:15 schon unterwegs. Ja, und ich muss so um 13:30 wieder unten sein. Deshalb, ich kann mich auch nicht allzu lange dort oben aufhalten. Ja, wo ich mich jetzt gerade hier durch diese Wälder, ja, so hindurch geschlängelt habe, über den Fluss, ja, auch diese Landschaft. Könnt ihr euch noch an die Herr der Ringe-Filme erinnern? Ich denke sicherlich ja. Diese Herr der Ringe-Filme, ja, wo damals die Hobbits sich aufgemacht haben, ja, um vor diesen schwarzen Reitern zu flüchten und dann durch diese Auenlandschaft und dann so in diese Waldregionen, das ist ja in Neuseeland gedreht worden, hineinkamen. Das hat für mich damals, das ist ja schon weit über 10 Jahre her, so dieses erste Mal so dieses Gefühl ausgelöst von Freiheit und das auch mal zu wollen, einfach frei wie ein Vogel sich in der Natur zu bewegen. Wir sind durch unsere Berufe so eng gestrickt. Ja. Wir leben in Städten, wir haben die Verbindung zur Natur, ja, in den meisten Fällen verloren. Und das heute hier, das ist so ein Freiheitsgefühl. Und das ist so ein bisschen wie die Hobbits sich damals aufgemacht haben. Und das genieße ich total, auch wenn das jetzt nur ein paar Stunden sind. Aber irgendwie hat das was. Ja, hier bin ich gerade hochgegangen. Hier habe ich eine kleine Pause gemacht. Da gibt es noch so eine kleine Plattform, da kann man gleich noch mal kurz hingehen. Und hier geht noch ein Weg runter, aber ich werde nachher den gleichen Weg wieder zurückgehen. Jetzt werden wir uns erstmal diesen Krawutschke-Turm anschauen, von dem Franz Krawutschke. Krawutschke-Turm, da ist auch noch mal hier so ein Schild. Vorher noch nie gehört, aber richtig cool.
wenn man sich dann irgendwie für so ein Thema interessiert, wie man dann plötzlich in Regionen verschlagen wird, die man noch nie auf der Landkarte gesehen hat. So ungefähr. Ich meine, gut, so Nordeifel oder so, klar, war ich hier schon mal in der einen oder anderen Region, aber hier speziell noch nie. Entschuldigung. Heute Morgen ist hier auf diesem Burgberg überhaupt nichts los. Die einzigen Personen, die mir hier oben begegnet sind, war ein Vater mit seinem Sohn. Ansonsten hier oben nichts. Einfach nur Stille und Vögelgezwitscher. Und dieser Krawutschke-Turm, der war wirklich von der Aussicht her atemberaubend. Ich muss echt sagen, hätte ich niemals gedacht. Man hatte eine wahnsinnige Aussicht in die Eifel hinein. Atemberaubend. Solche Aussichten sind für mich ja was ganz Besonderes. Ja, ich werde mich jetzt auf den Rückweg machen und werde mich dann immer wieder melden. Das heißt also, der Film ist noch nicht zu Ende. Ich bin ja noch nicht auf dem Auto, am Auto wieder angelangt. Ich habe noch gute, anstrengende 6 Kilometer vor mir. Bis hierhin war es wieder mal ein voller Erfolg. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf den nächsten Berg. Also die Serie macht mir immer mehr Spaß und ich hoffe euch natürlich auch. Ja, Haken dran an Berg Nummer 5. Nochmal kurz eine Zusammenfassung. Süchtelner Höhen 90 Meter, Vollraterhöhe 187 Meter, der Lüderich 260 Meter, letztes Mal Drachenfels 320 und heute der Burgberg 400,1 Meter. Das heißt, der nächste Berg wird im 500er Bereich sein. Ich denke, da kann man langsam wirklich von Bergen sprechen, zumindest hier in NRW. Für jemanden, der vielleicht aus Österreich etc. kommt, der sagt, okay, 500 Meter ist nicht viel. Das ist klar, das ist dann da auch ganz normal. Aber es kommt auch immer darauf an, ne, was ist für einen normal. Und für mich sind 500 Meter hohe Berge nicht normal. Und deshalb eine Herausforderung. Ja, vorbei an dieser wunderschönen Kirche mit diesem ja, schönen Friedhof. Ja, wenn man Friedhof schön nennen kann, aber irgendwie hat das doch irgendwie immer, das ist ein Ort der Ruhe und der strahlt auch etwas ganz Besonderes aus. Ja, jetzt geht's wieder den gleichen Weg zurück. Ich weiß jetzt, was auf mich zukommt. Es ist dann immer schon ein ganz anderes Gefühl, als wenn man, wie gesagt, morgens den Aufstieg macht und nicht weiß, was kommt denn wirklich so, ja, hinter der nächsten Ecke. Es ist so ein leichtes Kribbeln. Jetzt ist die Anspannung weg und jetzt ist es einfach nur schön, wenn man den Weg kennt und weiß, okay, man würde ihn rein theoretisch auch ohne Navi, ja, wahrscheinlich zurückfinden.
Und es ist einfach so traumhaft herrlich heute. Es ist immer noch eisekalt, immer noch bestimmt 2-3 Grad minus. Aber ein absoluter Traum heute, ein absoluter Traum. Ja, der Burgberg ist sicherlich nicht der höchste Berg hier in der Region. Wenn ich mir drüben die Berge anschaue, ich glaube, die sind noch einen Ticken höher. Aber wie gesagt, wir sind hier am Rande der Nordeifel. Ich weiß nicht, welcher oder wie hoch der höchste Berg der Eifel ist. Müsste ich nochmal nachlesen. Sauerland ist wie gesagt höher. Der Langenberg mit 845 Meter ist der höchste Berg in NRW, gefolgt vom Kahlen Asten mit knapp 843 Meter. Ach, was ist das schön, was ist das herrlich, Leute. Ich bin einfach total begeistert. Ja, wo ich jetzt hier dieses Pferd stehen sehe, es ist einfach nur schön, auch selber Tiere zu Hause zu haben. Wir haben ja diese zwei Kaninchen und es ist Wahnsinn, wie schnell man so eine Beziehung zu einem Tier aufbaut. Und es ist eine wahre Freude, diese Tiere, ja, zu beobachten, einfach nur anzuschauen. Man kommt auf andere Gedanken und es ist auch einfach schön. Ich freue mich morgens, wenn ich aufstehe und ich kann die Kaninchen aus ihrem Stall herauslassen und dann können sie ins Außengehege, weil nachts gehen sie dann immer in ihren Stall und man versorgt die Tiere. Es ist echt toll, wie schnell sowas geht. Und ja, ich hatte als Kind halt auch immer Tiere, so Goldhamster und Wellensittiche, und habe immer wirklich eine gute Beziehung zu Tieren gehabt. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann später, dass ich mir vielleicht mal einen Hund oder so anschaffe. Aber das ist im Moment natürlich kein Thema. Aber selbst so kleine Kaninchen, also ich habe die so ins Herz geschlossen. Wenn ich jetzt hier diese Pferde sehe, ist es einfach schön, wenn das Tier, ja, wenn es jetzt, sagen wir mal, mein Pferd wäre, was man eine Beziehung recht schnell zu diesem Tier aufbauen kann, ne? Und was so ein Tier einem auch zurückgibt. Einfach nur so ein Tier zu beobachten, das beruhigt einen ungemein und lässt einen, ja, wirklich von schlechten Gedanken ab. Ja, das hat hier schon richtig was von so einer kleinen Winterlandschaft. Obwohl das nur raureif ist, ist es ja wirklich hier komplett weiß alles. Und das sieht richtig schön aus. Hier hinten die Ginster am Rand. Und auch hier, wo ich jetzt hier den Weg hochgekommen bin, das hat schon so ein bisschen wirklich was Winterliches. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich demnächst auf einem der Berge Schnee habe. Wie gesagt, ich muss natürlich dann gucken, wie das auch alles filmtechnisch ist. Die Ausrüstung wird ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen gefordert werden. Aber ich denke mal, das sind alles Sachen, die sind lösbar. Da muss man einfach ein bisschen mehr Planung in die Tour stecken und dann geht das schon. Ja, wenn das nicht witzig ist, kommen wir lang oder fährt gerade die Bahn jetzt auch mal entlang? Habt ihr das auch mal sehen, was hier für eine Bahn lang fährt? Ja, der Bahnübergang, der ist hier so wenig frequentiert. Wenn die Bahn kommt, dann drückt der Zugführer einfach einmal auf die Hupe und dann sind alle gewarnt. Aber die Bahn ist ja gerade weg. Boah, Leute, hier geht's jetzt nochmal richtig, richtig steil bergauf. Boah, ich habe meine Kappe gerade mal andersrum angezogen, sodass der Sonnenschirm hinten ist. Weil ich jetzt die ganze Zeit so nach oben gucke, dann kann ich nicht richtig gucken, wenn dieser Schirm vorne ist. So sieht das aus. Oh. Ja. So. Heftig. So, es ist jetzt nicht mehr weit. Circa ein Kilometer. Also richtig, richtig schöne Tour war das heute wieder. Einfach nur herrlich. Was haben wir denn hier noch? Ah, da hat man noch so ein kleines Kreuz mit einer Kerze aufgestellt. Ja, hier die Fläche natürlich wieder mal nicht so schön gerodet. Aber man sieht auch schon wieder hier, wie so kleine Pflanzen sich den Weg nach oben bahnen. Ich sehe jetzt hier Kiefern, ich sehe Rotbuche. Okay, hier steht eine Kastanie. Die sieht jetzt nicht wirklich gut aus.
sieht sehr, sehr krank aus. Die wird wohl absterben. Ja, ich werde jetzt gleich in dem kleinen Örtchen Leversbach, wo ich heute Morgen gestartet bin, zurück sein. Und dort werde ich im Auto noch mal ein paar Worte sagen. Fuck, ey! Willst du mich verarschen? Boah, Leute, hab ich mich gerade erschrocken. Da fliegt meine Thermoskanne raus, knallt volle Pulle auf den Boden hier und echt, in mir fliegt fast das Herz aus der Hose, weil hier ist es so ruhig und auf einmal dieser Lärm, ich hatte echt so gedacht, da hat irgendjemand was aus dem Baum rausgeschmissen. Dabei war es meine Thermoskanne und ich kann ja noch froh sein, dass die so laut aufgeklatscht ist, weil so habe ich es jetzt wenigstens gemerkt. Alter Schwede. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es drin als Outtake. Ja, hier so ein kleiner Fußballplatz im Örtchen Leversbach. Da sieht man mal wieder, dass irgendwie jeder kleine Ort so gefühlt in Deutschland seinen eigenen Fußballplatz hat. Ich finde das total klasse, weil das ja alles ehrenamtlich passiert. Und hier wird dann wohl die Dorfjugend immer, ja, oder die Jugend des Vereins ihre Spiele austragen. Aber jetzt im Moment durch Corona ist das ja alles ausgesetzt. Und das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil so ein Sport, der ist ganz, ganz wichtig für viele Jugendliche und auch für deren Familien. Und dieser komplette Ausgleich, ja, zur Schule, der fällt jetzt weg und das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich will hoffen, dass, wenn irgendwann dieser Impfstoff da ist, dass dann auch wieder der Breitensport anfangen kann. Ja, Fußball ist ganz, ganz wichtig, weil die Kinder können halt auch, wenn sie irgendwas haben, können sie sich mal an den Trainer wenden, wenn sie irgendwelche Sorgen haben oder so. Sie können sich mit ihren Freunden austoben auf dem Fußballplatz und das fällt alles jetzt weg. Das fehlt den Kindern und das ist ganz, ganz schlimm. Und ja, ich freue mich, wenn diese Kids endlich wieder auf dem Fußballplatz stehen können. Ich kann da halt so ein bisschen mitfühlen, weil mein Sohn halt, wie gesagt, jahrelang auch Fußball gespielt hat und ich weiß halt, was da dran hängt. Ja, Leute, ich bin jetzt hier zurück wieder in Leversbach in meinem Auto nach 3 Stunden und 20 Minuten. Bewegungszeit 2 Stunden 24 Minuten. Ein paar Daten. 560 Meter Aufstieg, 560 Meter Abstieg. 12,5 Kilometer, ein Schnitt von 5,2 und es war eine doch recht anspruchsvolle Strecke, hätte ich so im Vorfeld gar nicht gedacht und es ist immer wieder eine wahre Freude, wenn man an dem Morgen hier hinfährt, man weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke auf einen lauert, so ungefähr, was da kommt und das macht auch so den Reiz aus. Es war einfach wieder eine wunderschöne Tour bei schönstem, ja, Herbst haben wir ja im Moment noch, immer noch keinen Winter, schönstem Herbstwetter. Ja, und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet oder mal ein Abo dalasst. Die nächsten Folgen kommen jetzt demnächst. Der nächste Berg wird irgendwas zwischen 510 und 550 Meter hoch sein. Ja, ich würde sagen, damit beende ich das Video. Leute, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.